besteht darin, die Notbasis zu finden und die Wissenschaftler zu retten. Ich stelle Ihnen einen Wüstenjäger zur Verfügung. Alles klar, und damit Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Command and Conquer Renegade. Ja, ey, wir sind hier schon klasse ausgerüstet. Hör mal, Ionenwerfer ist am Start, ne? Was will man mehr? Nehmen wir noch ein bisschen Munition hier mit und dann würde ich sagen, auf geht's. Dritte Folge vom Command & Conquer Renegade Let's Play. Oh, jetzt haben wir schon 105 Gesundheit. Wir fangen hier an und wir müssen Wissenschaftler retten. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Herr Brock, zerstören Sie den Heliport. Sie der sagt gerade zu mir. Apaches zu tun bekommen, da Sie einen längeren Anflugweg haben. Also, der Kumpel sagt gerade eben zu mir, nimm sie den Wüstenjäger, die Straße vor ihm ist vollkommen frei. Und dann, Amma, yo, ey, Alter. Ne? Da ist, was los. So. Patsch. Ja, nicht so Patsch. Da, Patsch. Wir müssen den da oben aber wegknacken. Ah, ich lade gerade nach. Okay, nachladen. Ja, renn halt voll in den rein. Kriegen wir irgendwie den Trooper da oben? Weil so lange wird nämlich auch noch Verstärkung kommen. Ah, kommen wir nicht dran an den Herrn, oder? Gibt es nicht noch mehr Bazooka-Infanterie für mich? Sie gehen mir schon aus. Was hat der da? Nee. Soldat. Wo ist der feine Herr? Ist er dahinter? Da ist er. Nochmal, versteck dich doch nicht, Kumpel. Zack. Ist ausgeschaltet? Aber wollen wir mal verhoffen, ne? Ja, aber schießt. Na, das ist der, ne? Da, Deckung, Sir. Hau da nicht ab. Kumpel, bleib stehen. Ey. So, jetzt aber. Ne, du Jungen! Kriegen wir den eher mit dem Sniper? Müssten wir den Outdown kriegen, ein bisschen zumindest. Na, oh, wenn man ihn mal nachladen müsste, ne? Quatsch. Sniper erstmal. Ey, unser Wüstenjäger, den dürfen wir nicht vergessen, ne? Den dürfen wir nicht vergessen. Ja, wir sind hier weiter, ne? Mit dem Newton Havoc unterwegs, der ja ein ganz anständiger Kerl ist, nichts Falsches macht und so weiter und so fort. Und hast du nicht gesehen, ne? Guck mal, da oben, da steht einer, der mag mich, glaube ich, nicht so. Das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand ausgeschaltet werden. Ja, guck mal hier. Junge. Ah, erstmal Rakete. Was soll ich meinen? Erstmal Rakete. Was haben wir denn hier noch so? Ziel erreicht? Zielobjekt gesichert. Zack. Gut gemacht, okay, haben wir irgendwas? Achten Sie auf weitere Verstärkung, die der Gegner erhält. Was heißt die weitere Verstärkung? Ich höre einen Hubschrauber, aber ich sehe ihn nicht. Ich kriege noch einen Wüstenjäger. Ja, ist cool, Hammer. Nehmen wir. An frischen? Ey, Handbremse anziehen, Mädels. Was ist denn los mit euch? Guck mal, da stehen sie schon. Nein? Okay, dann nicht. Da will aber funken die ganze Zeit. Guck mal, da Mammut. Mammut. Und ein Panzer. Den wollen wir jetzt mal so hier noch. Guck mal hier. Zack. Bam. Bam. Achtung, geh mir aus dem Weg. Da. Benötige sofort Unterstützung. Ja, du benötigst Unterstützung. Wir sind da, ne? Die Mega Man der Mega Mans. Wir sind am Start. Was haben wir denn hier? Normale Muni C4. C4 ist immer gut. Okay, hier ist sonst nix. Gehen wir mal rüber, ne? Wollen wir doch mal gucken, was wir da so machen. So, wo ist denn hier was drin? Da. Zack. Was für Kanone? Was für Kanone? Ey. Ja, sorry, Alter. Ah, Offizier, Mann. Was ist da los? Drive-by. So. Gehen wir mal in die Häuser rein, oder? Wollen wir mal gucken, was hier so am Start ist in den Häusern. Tschuk.
Also Flammenwerfer. Sekundäres Ziel erreicht, das ist schön. Stellen Sie sicher, dass sich keine Feinde mehr in den Gebäuden aufhalten. Aber sichergestellt. Ihre Jungs sind nicht gerade hilfreich. Benötige hier mehr davon. Das ist der Havoc, ey. Eure Jungs, ne? Wie bei Deppen, die stehen hier rum und machen nix, ne? So, was haben wir hier? Oh, Bazooka nehmen wir mit. C4 haben wir voll. Schön. Da fühlt man sich so richtig gebraucht. Guck mal, wir nehmen Kampfbuggy, Alter. Wir machen jetzt einen auf Tarn. Wir fahren da jetzt easygoing rein. Und machen halt einen auf ganz klar. Ah, guck mal, da liegt ein Orca. Da. Kommt her, Mädels. Kommt her. Hier, Raketen. Yeah. Wer schießt denn da noch? Ey, jetzt ist der feindlich hier oder was ist los, Mann? Saß da einer auf dem Beifahrersitz oder was? Ja, da gibt's Raketen, boah, die Schussfolge ist halt einfach. Hier, Raketen in dein Face, ja. Da ist eine Artillerie, Hammer. Mannschaftstransporter, Wächter mit Raketen drauf. Da schießt irgendwas hinter mir, Hammer. Panzer, dreh dich. Drehen. Da! Aber ich glaube, da soll noch was sein. Ja, da kommen wir mit dem Panzer nicht. Egal. Wir sind ja Havoc, ne? Wir sind ja schon brutal, ne? Na? Na, du schießt da mit einer Raygun auf mich. Oh, du bist aber süß. Kumpel. So nett. Machen wir mit dir kurz einen Prozess. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Ach da, Mann. I've got a present for ya. Direkt wieder Rüstung voll machen, Mann. Ja, wie soll ich die denn hier mal killen? Wenn da laufend neue kommen hier. Ja, du kommst gar nicht erst runter, Kumpel. Ne? Schnell. Nix da. Hinter meinem Panzer versteckt sich einer. Pass mal auf. Mein Panzer, Kumpels. Nicht euer. Das ist mein Panzer, Mann. Ja? Na, es gibt viele Panzer. Aber der hier, das ist meiner. Okay? So. Ziel erreicht? Ziel erreicht. Das ist schön. Ausgezeichnet, Havoc. Es ist eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Dann sieh halt nicht zu, du Pfeife, sondern mach mit. Oh, was ein Depp. Was kriegen wir da? Achso, da kommen nur noch Einheiten. Okay, alles klar. Noch fahren wir mal weiter, ne? Ich roll mit meinem Panzer, mein Panzer rollt mit mir. Ich soll da lang. Gibt's da auch einen Weg? Nee, na, da gab's keinen Weg. Na. Da gab's keinen Weg. Bin ich mir ziemlich sicher, aber ich weiß das auch schon nicht mehr, ne? Das ist halt auch so eine extrem geile Karte hier gerade, ne? Egal, fahren wir weiter, ne? So. Boah, bei jedem Mal lenken wird der halt einfach so langsam, der Panzer, ne? Ich will nicht lenken, aber man muss. Vor Ihnen auf der Straße fährt der Notkonvoi Havoc. Aha. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon brauchen. Nein. Panzer! Ich bin direkt hinter Ihnen. Ja, da kommt der Orca. Da kommt die Orca-Verstärkung. Apache macht das hier. Apache. Schießen da so auf mich? Flakstellung vernichtet. Die Herbe Munition ist unterwegs. Mein Panzer ist gleich schaut. Nein! Ey, tut was! Mein Mammut! Du Schwein, Alter. Und du auch. Wo bist du? Da, guck mir in die Augen. Guck mir in die Augen, guck. Ah, was hast du auch geguckt? Was ist denn hier mit euch los? Warte, ich hab nachgeladen, ich muss Waffe wechseln jetzt aber. Ey, das war ein Kopfschuss, Mann. Was schießt du da so, Alter? Auch kein Anstand, der Kerl, wa? So, hier, Füße, tanz für mich, Baby, los. Was kommt da jetzt noch so ein Hubschrauber?
Was ist denn los mit euch? Danke. So. Jetzt habe ich kein Panzer mehr, ne? Jetzt habe ich keinen Mammut mehr. Wo kam der denn jetzt bitte her? Achso, ich soll die Dinger jetzt zerstören, ne? Ich nehme die mal, ne? Geht, glaube ich, einfacher. Pass auf, das machen wir so. Oder macht ihr die? Ach, ihr macht die schon kaputt. So, gross. Gross. Alles gut, Mann. Jetzt muss ich echt laufen. What the fuck? Na, guck mal, der hier oben. Guck mal, der. Guck mal, der. Guck mal, der. Guck mal. Der fällt schon um. Da kommen schon wieder welche. Was ist denn los mit denen? Ey, ich hab nicht mal geschossen, der fällt um. Scheiße, nachladen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Genauso stehen bleiben. Okay, gut. Aber der Offizier ist ja jetzt tot, also in der Theorie dürfte er das nicht bekommen. Und du stehst da mit deiner scheiß Rakete und... Ey, das sind so Bros, ne? Die einfach überhaupt nichts machen. Ihr seid wirklich echt, echt, echt faul, Mann. Panzer. Noch ein Panzer. Aber in dem Panzer kann ich einsteigen. Also steigen wir doch ein. So, Mädels. Neues primäres Ziel. Auf der anderen Seite des Hügels. Mammut. Hat der Buggy dich jetzt kaputt gemacht oder was ist los, Mann, Alter? Nein, ich fahr dich platt. Mammut, da steht ein Panzer. Jetzt dein Ernst, Alter. Ist das wirklich dein fucking Ernst? Dass du da wirklich Probleme hast? Achso, okay. Das war so geplant, dass der nicht kaputt geht ist. Da hinten. Da steht eine MG-Stelle, die ganze Zeit auf mich ballert. Guck mal, da steht noch ein Panzer, der die ganze Zeit auf mich rumballert. Guck mal, das geht ja mal gar nicht hier. Nee, nee, nee. So nicht. Wer schießt da hinter mir? Ist das dein Ernst und dann wegrennen? Das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Okay, jeder feindliche. Kommt her. Kommt her. Ah, jetzt holt Papa euch. Da du, da hinten steht einer, wa? Oh, hier ist die Rüstung. Die nehmen wir mit. Da kommt schon der Helikopter. Da ist schon wieder noch mehr töten. Du hier. Ja, du holst die, ne? Du brauchst sie nicht verstecken. Na, 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 na. Ah, du Sausack, du. Du kleine Saus. Steht dann neben mir, Alter. Yo, Bro, Alter. Gib mir Rüstung, hast du recht, ey. Wow. Meine Fresse. Haben wir. Ach, immer noch nicht. Da ist noch einer. Kumpel. So, jetzt. Jetzt muss ich hier wieder zu dem Blauen hinlaufen, ne? Check. Ziel dabei. Einsatzziel gesichert, Herr Wok. Gut gemacht. Danke. 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 Wirklich danke. Danke für die. Für die Blumen. Für den Panzer. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass sich eine weitere Flammerstellung in der Gegend befindet. Achten Sie auch auf Ingenieure, die sie reparieren. Ingenieure, die die reparieren? Flarak-Stellung vernichtet. Eine Flarak-Stellung ausgeschaltet. IFA zeigt noch zwei weitere an. Nein! Oh, ich wollte gerade den Hubschrauber abschießen, ne? Hey, Bro! Ich mache euch da mal ein bisschen Feuer in der Hütte. Ja? Nichts für ungut, aber für gut halt. Gut, ungut. Ja, halt, ne? Ihr müsst sterben. Sir. Du gibst mir Deckung, oder? War süß von dir immer. Da unten gibst du mir echt gut Deckung so. Ich gebe Kumpel. Deckung, Sir. Ja. Mhm, okay.
Okay, der hat mir tatsächlich Deckung gegeben. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Warte, ging's rechts oder links? Oh, ich denke mal rechts, oder? Aber hier fahre ich doch dann wieder zurück, ne? Wo bin ich denn überhaupt? Okay, größer, kleiner machen geht nicht, ja? Wo bin ich? Da ist das Ziel. Da bin ich, glaube ich, gerade so. Da bin ich. Da bin ich. Na, schau. Da muss ich, glaube ich, tatsächlich jetzt da lang weiter, oder? Da sind wahrscheinlich die anderen Flatterhack-Stellungen, oder? Wir fahren jetzt mal da lang, ey. Haben wir einen Panzer, ne? Mag aber schon mal mitfahren. Guck, guck. Guck, guck. Hallo. Ich bin der Herbert. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn die checken, dass ich not bin? Also, wenn die GDI da checkt. Na, 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 na. Dich sehen wir. Na, ja, geh auf die Knie. Nein, ein Bazooka. Na, no, na, no, na. No. Ja, 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 genau. Guck mal, da sind schon wieder meine Panzer. Ey, meine Jungs sind hier halt so krass verteilt, ne? Was ist los mit denen, Mann? Die stehen hier überall. Warum setzen die mich nicht gleich dann auch da vorne ab? Wo ist das fucking Problem, Mann? Ups, ich wollte dich nicht anschießen. Solange sie nicht ausgeschaltet sind, können wir uns nicht in die Nähe wagen. Ja, klar, merke ich, dass wir uns nicht in die Nähe wagen können. Hier überall stehen Panzer und wetten wir, da hinten stehen dann auch schon wieder irgendwelche Panzer. So, als ob. Boom. Parkstellung vernichtet. Da ist schon wieder so ein MG-Nest. Da kommt ein Hubschrauber. Nee, kommt da nicht. Mal souverän erledigt. Würde ich sagen. Flarak-Stellung vernichtet. Immer wieder eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen, Herr Bach. Immer wieder eine Freude, sagt er. Ey, irgendwie macht der Panzer hier auch. Ah, guck mal, da hinten ist auch noch einer. Nein! Geh in die Knie, du. Da sind drei. Oh. Mashallah. So, what the fuck? Siehst du, da, guck mal, da steht ein Panzer. Was ist los mit denen? Was ist los? Als ob ich... Da, wir können ja nicht fahren, ne? Wir können da nicht hin. Das geht nicht. Da ist überall Flachs und dies und das. Aber ey, da steht schon mal ein Panzer für dich ready. Weißt du, wie habt ihr den scheiß Panzer da hingekriegt? Habt ihr da gesehen, da oben ist ein Obelisk. Das Gebäude gegenüber vom Damm ist ein Notkraftwerk. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend mit Strom. Guck mal, kann man eigentlich, das wollte ich immer mal testen. Machen, wenn sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Hemmung, die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Damms in der Skala. Junge, Bro, das Bro, was ich wissen musste. Nicht gut. Danke, Lauk. Bro, nicht gut, Mann, Alter. Bro. Ich geb dir Rückendeckung. Bro. Geröstetes Hähnchen. Okay, alles klar. Ja, bleibt mir hier stehen, genau. So ist gut. Ist besser so. Wisst ihr, was ich meine? Wir fahren auf. Oh, der Funk könnte abbrechen gerade, ne? So, wir sind so mitten im Staudamm. Yo, ein Empfangskomitee ist auch am Start, aber. Und du drehst dich im Kreis. Freust dich, ja? Der freut sich. Da freut sich einer immer. Gut, sie haben es nach innen geschafft. Ja. Laut der Analyse von Eva steuert die Hauptkontrollstation das große obere Hangartor. Suchen Sie das Schaltbolt und zerstören Sie es. Hinter dir, Junge. Ist ja aufgefallen, oder? Hinter dir. Doch, das sieht aus. Ich soll zerstören, ne? Schapeng. Dein fucking Ernst? Danke. Geschafft. Das Hangar-Tor sollte jetzt offen sein. Oh, ist gut. Schauen wir mal, ob das offen ist, das Joint-Tor. Ratschapeng, Ratschapum, Ratschapeng, Ratschapang. Ah, hier sollen mehrere sein. Passt mal auf. Ums Eck.
Das ist Aufzug. Muss ich da hin? Oder muss ich da hin? Weiß ich nicht. Da ist auch Aufzug. Ja, ich muss da hin. Wir nehmen den. Scheiß drauf. Wir kommen schon irgendwo raus. Und man muss ja sagen, Renegade ist groß, Mann. Keiner bewegt sich. Keiner tut was. Alles cool. Ah, die wissen, ich bin Nott. Ich komme in Frieden. Ich habe nur so die Waffe auf deinen Kopf gerichtet. Ich komme in Frieden. Der schießt immer noch nicht. Ah ja, Junge, jetzt oder was? Hast du drauf gewartet, dass dir irgendeiner Sache mal, Alter, schießt? Junge, du bist krass drauf, ey. So. Lagerkraftwerk. Oh. Ja, direkt eine Raketenbegrüßung hier, oder was? Bam. 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 Nix. Uff. Oh, tut mir leid, ne? Also, zahlt die Versicherung. Bin ich mir sicher. Also ich hoffe zumindest, dass die Versicherung zahlt, ne? Wäre ja scheiße, wenn nicht, ne? Also ich weiß zum Beispiel, ich gehe da nie wieder hoch. In meinem früheren, wenn ich mal so Renegade gezockt habe, weiß ich, dass man sich da oben festbacken kann. Nur so als Tipp am Rande. Da kann man sich festbacken, da kommt man nicht mehr raus. Da muss man speichern. Übrigens, speichern. Speichern ist immer wieder wichtig. Also speichern wir. Ja. Wir sind sicher. Wir speichern. Weiterspielen. Danke. Mal hier kann man sich echt doch öfter mal backen, als einem lieb ist. Und dann das ganze Level nochmal neu spielen. Jo, ey, danke. Willst du aufhalten? Ja, ist kein Problem. Bin ich dabei, wenn du dort aufhältst, ne? Sag ich nichts gegen? Ist cool. Ist nett von dir, Mann. Ein Eindringling. Haltet ihn auf. Ja, dann halt mal auf. Hier ist die Pionierabteilung. Was geht da oben vor? Pionierabteilung. Nein! Wo schießt der? Da! Da, da, da! Da, 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 da! Da, 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 da! Okay, Bros. Wo ist denn hier das Pult sozusagen? Also das richtige Pult. Das sieht hier alles nicht so aus wie ein Pult, Mann. Müssen wir runter? No, gehen wir mal runter. Hm. Grüße Sie! Ah, das ist auch noch ein Flammenwerfer, Bro, man! Bro! What the fuck? Tja, peng! Das reicht, Herr Bock. Gute Arbeit. Ohne Kraft, ich sag, wenn's reicht. Keine Bedrohung mehr. Können wir hier Rabom machen? Nein, okay. Dann gehen wir da raus. Was ist denn hier, Mann? Was ist denn das? Reparieren. Was ist das? Geht direkt nach oben. Na krass. Na, oder nicht? Wow, 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 was ein Empfangskomitee. Wo bin ich denn jetzt hier? Na leck. Da, ne? Was muss ich denn jetzt? Jetzt muss ich hier wieder raus, ne? Muss ich wieder raus, ne? Wo gehen wir, ne? Müssen wir da unten rum rein. Da unten steht schon, glaube ich, einer. Ne? Da sind so rote Punkte auf der Minikarte. Ding! Da! Ich höre, da will schon wieder einer ein Ab sein. Da will nicht nur einer ein Ab sein. Da will ja hier ganz viel abgeseilt werden. Bro. Bro. Yo, yo. Muss wieder hoch, ne? Oder wie, oder was, oder wo? Haben wir jetzt alles fertig hier, oder? Haben wir unseren Dienst getan, sollte erfüllt. Aber sonst noch irgendwelche ekligen Wörter, die wir dazu noch sagen können? Nein? Okay. Wir gehen wieder hoch. Scotty Beam. Nö, nix. Ist doch schön aufgeräumt hier, ne? Da war noch ein Aufzug. Ich glaube, hier kommen wir direkt nach oben. Direkt zum Obi. Wankenobi. Wüsten. Hi!
Das ist unglaublich, die Fahrstuhlmusik, oder? Was sagst du dazu? Also den neuen Ton finde ich klasse. Ja, Dach. Bin's der Neue. Also du bist aus, ne? Bist du aus? Bist du aus? Bro, bist du aus? Guck mal, da ist ein Hangartor. Geht das jetzt auf? Scheiße, das geht auf. Bro, man. Das sieht aber nicht gut aus wie mit der Gondel, ne? Ding, 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 ding. Oh, mehr Rüstung, mehr Gesundheit. Wir sind jetzt krasser, Mann. Ja, wir haben hier, mach dich krass, haben wir mitgemacht. Mach dich krass. I make you sexy. So. Bro. Oben unten, oben unten, oben unten, oben unten. Ich gehe natürlich genau dahin, wo Feinde sind, ne? Nein, haben wir nicht. Ich habe keine Money mehr in meinem... Na, ich glaube, ich muss nur hier nachladen, oder? Bro, ich habe keine Money mehr in meinem Scharfschützengewehr. Dance. Dance. Oh, da kommen direkt welche vor mir. Wow, Chemieoffizier, Alter. What the fuck mit euch? Wir schießen mit einer Bazooka hier rum. Na mal, hast du irgendwo einen Schädel geraucht oder was? Ey, sonst treffen die nie, ja? Aber auf Entfernung gehen die ab wie Kamikaze-Schmitzen, ne? So, jetzt trifft er wieder gar nicht, der Herr hier, ne? Da. So wie ich, weißt du? So richtig schlecht wie ich. Aber auf Entfernung schießen die, ne? Wie ein junger Gott. Und du, lass mal deine fucking Dingsbums-Ballermann-Ballermaschine weg, Alter. Ist ja richtig gemeingefährlich, ey. Damit darf man so nicht umgehen. C4. Ich hätte gern lieber Scharfschützenmunition, muss ich so ganz ehrlich behaupten. So, wir sind gleich an unserem Ziel. 190 Meter noch, ne? Na, Sekundärziel. Nächstes. Eva hat festgestellt, dass es in der Gegend mehrere Maschinen gibt, die über eine einzigartige Strahlungssignatur verfügen. Schalten Sie die drei Maschinen aus. Dadurch wird Nott bei seiner Tiberium-Forschung einen schweren Rückschlag erleiden. Ich empfange hier ein paar merkwürdige Werte, Herr Rock. Eva, weil Eva nicht immer wieder alles rausfindet. So, das muss ich ausschalten, oder? Diese Höhle scheint. Haben wir alles fertig? Alle Ziele erreicht, oder? So, und jetzt müssen wir rennen, ne? Lauf, lauf, lauf. No mercy. Motherfucker. What the fuck? Wow. Den habt ihr gesehen, oder? Wir springen jetzt bis dahin, wo ich gestorben bin, ja? So, hab ich geschafft. Hab mich wieder hier hingehauen. Bin wieder am Start. Jetzt passen wir ein bisschen besser auf. Also, wir haben den hier. Wir haben den Kumpel da hinten, ja? Wir hatten den hier. Guck mal, da chillt noch einer. Den haben wir auch noch. Diese Höhle scheint von einem Meteoriteneinschlag zu stammen. Eva hat berechnet, dass es sich schon einige Zeit hier befindet. Aber erst vor kurzem. Also, Meteoriteneinschlag, wir wissen, ne? Tiberium und so, ne? So. Guck mal da. Da ist er schon. Der, wow, da ist der Bro. Bro! Nicht so, Mann. Da ist noch einer. So, und jetzt? Jetzt gehen wir mit ein bisschen härterer Waffe hier auch ran. An die Bros. Ah. Besser so. Ja? Besser. Fühlt ihr euch jetzt besser? Wo müssen wir lang? Da lang? Wir gehen erstmal da lang.
Weil da ist vielleicht noch Rüstung und Leben. So, weil davon haben wir nicht mehr viel. Bro! Kaputt, Mann. Ah, Scharfschützen, wo die Joe, das ist schön, ne? Da hab ich nichts gegen, Alter. Ja, nehmen wir mal mit, ey. Ja, scheiße. Mhm. So. Gehen wir weiter. Müssen wir jetzt gleich mal erlebt, da erledigt ja mir. 100 Meter noch entfernt von der Möbius, ne? Von der Möwe. Hier mit unserer dicken Waffe. Wo rennt denn der Typ jetzt? Komm, der müsste uns da jetzt gleich... Oh Mann, Alter, da links ist ja rot. Scheiße, da sind ja locker 40 Feinde. Was soll ich denn mit denen, ne? Wow, Hattrick! Oder auch nicht. So, erstmal rappen. Waffe. Sind da irgendwann am Start? Guck mal, da unten komme ich lang. Zack, zack, zack. Geheimgang. Hm, sollten wir mitnehmen. Ja, die Raketen vielleicht nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so das Problem, aber die Gesundheit hätten wir mal. Ne, die. Ich muss jetzt auch mal öfter speichern. Ich muss dran denken, speichern. Nö. Speichern. Auf geht's. Dann schon wieder ein Sekret. Sie werden weniger Feinde ausschalten müssen, wenn sie zuerst die Hand von Lob zerstören. Sie erinnern sich doch noch, wo die Hauptkontrollstation ist. Das weiß ich nur zu gut. Mhm. Ja, so eine... What the fuck? Eine Hand von Nord mache ich ja auch immer im Spaziergang eigentlich mal. Also habe ich eigentlich gar kein Problem mit Hand von Nord. Die schiebe ich sonst so quer irgendwo rein, ne? So, da ist die Hand von Nord. Wir können sowieso nirgendwo anders hin. Yo! Alter, Motherfucker! What the fuck? Wie gut, dass hier Rüstung drin ist, ja. Schießt halt einfach mal voll mit der Rakete auf mich. Wir wissen aber, in der Hand von Nord ist halt immer ganz schön voll. So, jetzt kommen wir hier runter. Pass mal auf. Sackschuss, Sackschuss. Sackschuss. Wir speichern. Weil ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass dort sehr viele Feinde sind. Ich erinnere mich noch, wo war das? Hier waren die Toiletten, habe ich gewusst. Ich wollte nur mal reinschauen, wollte gucken, ob die gespült haben. Ja, und ob sauber gemacht haben, nicht, dass man sich beschweren muss, ne? Ich finde das immer so geil, du machst die Tür auf und die überraschen sich genauso, Mann. Da ist ein Koch, Alter. Der Koch hat eine scheiß Waffe in der Hand, Mann. Der hat einen fucking Flammenwerfer in der Hand gehabt. Reiß dich zusammen. Junge, ich reiß dir auch gleich mal irgendwo was. Aber nicht zusammen, doch. Auseinander eher hier. Ja, wann kommt der Aufzug, Alter? Hm, da, bist du? Okay, cool. Ah, hier hinter, ne? Grüne Tür. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Das heißt, ich muss da unten anscheinend doch noch ein bisschen aufräumen. Gehen wir mal Luki Luki machen. Ob wir da was finden. Oh! Einmal. Ich sollte trotzdem mal für hier drin wieder auf meine andere Maschine wechseln. Habt ihr hier Musik am Wo finden wir denn jetzt hier? Wir müssen noch tiefer. Noch tiefer, nein. Achtet auf Bewegungen. Okay. Dann Link Upgrades. So. Ja, kann man immer mitnehmen, kann man immer gebrauchen. Joa. Hier liegt jetzt nicht im Ernst ein scheiß Ionenwerfer, oder? Ob ich damit was anfangen hätte können? So den Ionenwerfer halt einfach hier reinsetzen, anstatt die ganze Scheiße in die Luft zu sprengen?
Wow, 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 wow. Mädels. Beruhigt euch. Weißt du, was du da oben bist? Seid ihr zu zweit? Nein? Okay. Dann ist gut. Dann habe ich nichts gesagt. So, gehen wir wieder hoch, Alter. Oder runter. Runter? Nein, 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 nein. Ja, genau. Nochmal ein Hoch. Jetzt noch ein Hoch. So, wo waren wir noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Achso, das ist das hier. Na, haben wir alles. Munition, haben wir alles. Okay, alles klar. So, da waren wir noch nicht, glaube ich, oder? Guck mal, schönes Bild, ne? Schönes Bild. Aus dem Tiberien-Konflikt-Intro. Von hier sind wir gekommen. Das ist die zweite Tür, oder? Ja, genau. Also, da waren wir, da waren wir. Nee, da sind wir gekommen. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ey, auf jeden Fall, laut der Minimap ist gleich die Hand von Not leer. Ist auch in Ordnung. So, wir waren schon. Ja, genau. Dann fahren wir jetzt nochmal hoch. Und dann fahren wir noch einen höher, glaube ich, ne? Ne, weil hier, da den Aufzug können wir zumindest benutzen. Danke. Schauen wir mal. Ah, da haben wir den Schlüssel. Da haben wir den Schlüssel gekriegt. Ah, guck mal, wer ist denn da? Pfui. Ah, den kennen wir. Aber wir werden ihn kennenlernen. Siehst gut aus. Du bist tot. Ups. Ja, komm, schieß doch nochmal. Probleme. So, aber jetzt muss ich nochmal runter. Ich muss die Hand zerstören. Check. Sie wissen ja, wie das geht, Herr Rock. Schalten Sie die Hauptkontrollstation aus, um die Hand von Nord lahmzulegen. Machen wir. Du brauchst gar nichts, Alter. Manchmal können die einfach überhaupt nichts. Die können die nicht mal gerade stehen, glaube ich. So, hier. Zack, haben wir das nämlich erreicht. Speichern. 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 Ja, ja. So, wir sind relativ voll. Jetzt können wir den Haupteingang auch benutzen. Das habe ich noch nie gemacht, das wollte ich schon immer mal machen. Wow, Bros. Guck mal, da ist ein Tiberium-Silo. Du wirst für deine Eindringen teuer bezahlen, Ungläubiger. Echt? Sagt wer. Du traust dich nicht, das mit mir aufzunehmen, wie? Jetzt stehe ich vor dir. Töte mich doch, wenn du kannst. Wer steht vor mir, Alter? Du hast nicht genug auf dem Kasten, Kleiner. Wer steht vor dir, Alter? Guck mal, da steht er. Hey, du! Ich werde dir eine Lektion erteilen. Für deine Eindringen teuer bezahlen. Warum die Verzögerung, Hemmock? Schauen Sie, dass wir vor des Marktflugzeugs kommen. Du traust dich nicht, das mit mir aufzunehmen, wie? Uhu. Okay. Ich wusste nicht, ob man einen Kammermendoza killen? Okay, fertig. Uhuhu.
Yeah. So, Statistik. Ey, 37 Minuten haben wir gebraucht. Puh, plus zwei Reloads. Puh, ich habe aber eigentlich nur einmal gereloadet. Komisch aber auch. Aber meine Tendenz weiterhin in oberer Körper, ne? Die 80 Schüsse da unten auf die Beine, ihr wisst, woher die kommen. Schauen wir uns das Intro an und dann ist für heute vorbei. Ja, haben wir auch nicht alle auf uns geschossen, ne? Wir stealthen uns voll da rein, ja, voll. Schieß daneben. Auf die Entfernung nicht. Noch immer böse? Ach was. Ich muss dich aber dennoch töten. Gehört alles zum Job, verstehst du? Punch! Er ist bewaffnet und extrem gefährlich. Schwarze Witwe? Die fressen ihre Männchen, die treffen. Oh Mann, die ist böse. Richtig böse. Als ob die den Fallschirm nicht abschießen würde, sowas, was ich meine. Naja, damit war's das für heute. Hier geht's dann weiter beim nächsten Mal. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bald geht's weiter. Servus und Ade.